Fast and Furious. Ne? Dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden. Und irgendwann wuchs dann halt in mir der Wunsch, dass ich so ein Auto halt besitze. Ja, und ich wollte halt schon immer ein Camouflage, beziehungsweise eine Art Tarndruck, auf dem Skyline haben, beziehungsweise halt mit dem Skyline probieren. Und mir gefiel halt schon immer dieses Cyber-Camouflage, so ein Pixel-Camouflage, diese Aufkleber, das sind dann halt verschiedene Größen gewesen, verschiedene Farben, wie man dann halt auf dem Auto sieht. Die Beklebung hat, also wenn ich die Zeit komplett zusammenrechne, ca. 2 Wochen gedauert. Bei den Tunern ist es eher so, gerade die, wo wirklich Zeit, Geld und Blut in die Autos investieren, die passen auf die Kisten mehr auf als auf ihr eigenes Leben. Ist so. Ich fahre hier nur 110 über der Autobahn und fertig. Ich weiß, okay, da ist ein bisschen Leistung drunter. Wenn ich das möchte, kann ich drauf treten, aber dann halt auch nur da, wo ich es darf. Und bei Leuten, die wirklich jetzt, sag ich mal, diese illegalen Straßenrennen fahren, Strafe ist richtig, definitiv, stimme ich zu. Aber man muss dann halt auch in die Relation setzen. Ist das jetzt richtig, den für 2 Jahre in den Knast zu stecken, weil er Rennen gefahren ist? Oder lasse ich ihn lieber finanziell bluten? Ne? Und gebe demjenigen, sage ich mal, dann eine Gefängnisstrafe, wenn was passiert.